Lieber Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Lichtfest Leipzig und ebenso die Förderung von zahlreichen weiteren Projekten zur zeithistorischen Aufarbeitung der SED-Diktatur ist gerade in schwierigen Zeiten wie denen von Corona besonders wichtig. Diese Jahrestage erinnern uns daran, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern essentiell für das gedeihliche Zusammenleben unserer Gesellschaft. Die Montagsdemonstrationen am 9. Oktober 1989 in Leipzig mit ihren über 70.000 Teilnehmern eröffnete das Tor zur Freiheit und Demokratie in der ehemaligen DDR, wie auch die in Plauen beispielsweise zwei Tage zuvor. Und schließlich damit auch zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas. Die Menschen auf den Straßen einte im Herbst 1989 der gemeinsame Wunsch nach Freiheit und ein Grundgefühl der Solidarität untereinander. Eine Solidarität, die schützte und die Mauern überwinden konnte. Die Menschen in der ehemaligen DDR hatten die massiven Einschränkungen ihrer Freiheit satt. Da ging es auch, aber nicht nur um Reisefreiheit. Viele wollten natürlich endlich etwas mehr von der Welt sehen können, aber eben auch das eigene Leben in die eigenen Hände nehmen können. Im Oktober 1989 haben viele Menschen in Leipzig und in der ganzen ehemaligen DDR gespürt, dass es sich lohnt, gemeinsam mutig zu sein. Zusammenhalt ist auch heute wieder besonders wichtig. Auch wenn jetzt Corona eine andere Art der Herausforderung ist als die SED-Diktatur. Auch heute erleben wir, dass Zusammenhalt und Solidarität viel dazu beitragen, diese unsichtbare Gefahr zu meistern. Die Covid-19-Pandemie hat auch die Organisatorinnen und Organisatoren des Lichtfestes dieses Mal vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Sie haben das trotz vieler Einschränkungen sehr gut gemeistert. Kleinere Veranstaltungen vor dem 9. Oktober erinnern an die große Demonstration vor 31 Jahren. Dabei werden zahlreiche Gebäude angeleuchtet. Das Lichtfest kommt diesmal sozusagen zu den Menschen. Auch das traditionelle Friedensgebet und die Rede zur Demokratie können trotz der geltenden Einschränkungen stattfinden. Die Bürgerinnen und Bürger können an den Veranstaltungen teilnehmen. Sie werden gefilmt und gestreamt. So viel Kreativität in schwierigen Zeiten freut mich. Für die anstehenden Veranstaltungen rund um den 9. Oktober wünsche ich Ihnen alles Gute. Auch von mir herzliche Grüße von Berlin nach Leipzig. Ich finde es toll, dass Sie in diesem Jahr an die wichtigen Ereignisse von 1989, 1990 erinnern. Damals hat ganz Deutschland, Ostdeutschland auf Leipzig geschaut. Sie waren quasi die Vorreiter. Man spricht heute immer von der friedlichen Revolution. Und dieser Begriff spiegelt eigentlich aus meiner Sicht nicht unbedingt die Dramatik wider, die es in den Tagen damals gegeben hat. Friedliche Revolution, friedlich war es, weil die Demonstranten friedlich für Freiheit und Demokratie gestritten haben. Es war aber nicht selbstverständlich, dass es friedlich bleibt. Es war sehr, sehr mutig, damals auf die Straße zu gehen und gegen eine Diktatur die Stimme zu erheben. Gerade heute, wenn wir Richtung Osten Europas schauen, sehen wir, welchen Mut es erfordert, gegen eine Diktatur seine Stimme zu erheben. Ich war damals in Dresden, habe in Dresden studiert und ich erinnere mich noch gut daran an den Abend, wo die Züge von der Prager Botschaft durch Dresden Richtung Freiheit gefahren sind. Und ich war mit meinen Kommilitonen damals auch auf der Straße, wir haben demonstriert. Und die Diktatur hatte damals Wasserwerfer gegen uns eingesetzt. Ich erinnere mich aber auch noch genauso gut daran, einige Wochen danach, wie wir friedlich vor der Stasi-Zentrale in Dresden demonstriert haben und wie sie auf einmal die Türen öffneten und wir Besitz ergriffen haben von den von uns damals verhassten Gebäuden. Es ist wichtig, dass wir heute gemeinsam mit Ihnen an diese Ereignisse erinnern, mit diesem Lichterfest in Leipzig, weil es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir in Freiheit und Demokratie leben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir daran immer erinnern. Aber neben den guten Worten, die wir jetzt Ihnen nach Leipzig schicken, haben wir Ihnen natürlich auch noch was anderes zu geben. Zum anderen können Sie hier eine wunderschöne Zahl lesen. 100.000 Euro ist der Förderbetrag, mit dem wir als Bundeswirtschaftsministerium, als Bundesregierung Ihr Fest unterstützen. Und zum anderen haben wir noch symbolisch ein klein wenig Licht für Leipzig heute hier mitgebracht. Eine kleine Laterne. Das BAFA ist ja auch unser
Amt für die erneuerbaren Energien und deswegen ist die Solar betrieben und kann vielleicht das eine oder andere Mal im Rathaus dann das leitende Licht sein.